Tomcraft Krempel. Da ist Eisen. Sehr geil. Was haben wir denn? Wir haben schon mal ein bisschen Kupfererz. Wir haben schon mal ein bisschen Kupfererz. Da ist Eisen. Das machen wir da auch mal so ein bisschen. Zinn brauchen wir auch immer. So. Wir werden den kompletten Berg zerstören hier. Zack. Da ist auch Eisen. Kommt aber auch echt gut voran mit dem Ding. Da ist nochmal Eisen. Sehr schön. Und wieder ein Fägelchen. Certus Quarz. Wieder kein geladener. Oh, Gravel. Das ist ja schlecht. Das mag ich nicht. Vor allen Dingen, weil es so viel ist. Ach, wir sind ja auch so dumm. Wir haben in unserer SRG-Mill gar kein Dingens drin, gar keine Flints, oder? Das müssten wir mal wieder angehen. So. Nein, aua, aua, aua. Das war ein Fehler. So, Eisen haben wir jetzt wieder ein bisschen. Jetzt hätte ich fast denselben Fehler nochmal gemacht. Okay, das reicht uns auch erstmal. Jetzt denkt einfach mal drüber nach, wie lange ihr in Minecraft ohne die Tinker-Mod gebraucht hättet, um so einen Stollen hier auszuheben. Der eine oder andere von euch hat mit Sicherheit schon mal eine U-Bahn oder sowas gebaut und ja, heftig. Das geht schon echt gut vorwärts, das Ding. So. Wir haben natürlich auch keine Flints. Verdammt. So, Erze, Erze, Erze. Petroleum weiß ich nicht. Das war's schon. Das war's schon an Erz. Andesit, Soapstone. So, dann nimm mal bitte die ganzen Cobblestones und den Kram. Das können wir auch einlagern. Andesit kann weg, Soapstone kann weg, Certus Quarz. Petroleum kannst du auch einlagern und Kohle. Nein, Kohle nicht. Kohle kommt in unseren Spaßofen. Schon wieder ein Safari-Netz. Also wir kriegen sehr, sehr viele Safari-Netze. So, Kompost. Kommt Zeit, Kompost. Da ist ein großer Oger. Ich glaube, es ist an der Zeit, sich eine Waffe zu craften. Kautipper. Warum? Warum habe ich jetzt hier ein Achievement bekommen? Das weiß keiner. So. Ich habe zwei Leder bekommen. Warum habe ich zwei Leder bekommen? Ich meine, ich bin froh, dass ich zwei Leder bekommen habe, aber warum habe ich zwei Leder bekommen? Man weiß es nicht. So, wir haben hier noch Pelz. Wenn ich diesen Pelz. Ach, da kriege ich Wolle draus. Nee. Gut, bisschen Leder haben wir da. Habe ich Erde? Warte mal, jetzt hab ich, bin ich falsch abgebogen. So,
Sechsmal Erde und dann machen wir uns da mal Gartenzeug draus. Können wir uns hier draußen schon mal bisschen was anlegen, wollte ich gerade sagen. Ich möchte nicht, dass da ein Creeper vor meiner Base rumturnt. Was ist denn hier los? Was soll das? Ach so, fällt mir gerade ein. Ich sollte hier Türen hinmachen, weil es wohl sein kann, dass Viecher aus dem Nether zu uns kommen in unsere Dimension. Und um dem entgegenzuwirken, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie einem dann nicht hier die halbe Bude einreißen. Ist der Creeper? Ist weg. Um zu verhindern, dass sie einem hier die halbe Bude einreißen, macht Sinn, da irgendwie eine Tür oder sowas hinzubauen. Das war auch ein Tipp aus den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. So, das hier wird unser Erdbeerfeld. Und wir haben echt noch nicht das gefunden, was wir eigentlich brauchen. Nämlich Tofu. Tofu bräuchten wir ganz dringend, also Soja halt. Soja brauchen wir, um halt Tofu herzustellen. So, jetzt warte mal gerade. Muss mal ganz kurz was gucken. Und dann bin ich auch schon wieder da. So, der nächste Schritt. Der nächste Schritt wäre das Craften einer vernünftigen Waffe. Zu diesem Zweck brauchen wir auf jeden Fall Aluminium. Und Eisen. Und wie wir einfach nur viel zu wenig. Deswegen ist das alles ausgebremst hier. Furnace only. Genau. Eisen nehmen wir mit. Wir haben natürlich jetzt hier Ingwer. Was sehr, sehr gut ist. Im Aluminium, wir haben Eisen, die Kartoffeln, die behalte ich mal. Aluminium Nuggets, die könnte man auch da reinwerfen draußen. Aber wir gucken jetzt mal, was wir uns für eine geile Waffe craften. Wir haben die Möglichkeit, ein Breitschwert zu machen. Defensiv. Wenn ich damit blocke, dann gibt es einen halben Schaden. Meh. Langschwert. Charge Boost. Rapier. Quickstrikes. Quickstrikes. So. Und Charge Boost. Wenig Schaden. Dolch. Ist ein Wurf-Item. Pfanne. Heavy. Verstehe ich noch nicht. Was ist das denn? Das weiß ich nicht. Was ist das? Cleaver. Battle Axe. Okay, ich glaube, wir machen uns die Battle Axe. Dafür brauchen wir zweimal Axtkopf, einmal Händel, einmal. Ach, guck, das können wir doch schon alles. Da haben wir doch schon Formen für. Axtkopf, das und Tough Rod. Das ist ja geil. Jetzt gucken wir mal. Ich hätte, glaube ich, gerne wieder einen Papiergriff.
damit wir das Ganze enchanten können. So. Okay, das reicht noch nicht, was wir hier haben. Wir brauchen noch mal 3 mal 4 sind 12. 1, 2, 3. Ja. Ich hier mit meinen Mathe-Skills. So. Jetzt machen wir ein... Das war's nicht. Da, Pattern. Kann das eigentlich schon wieder weg? Tough Rod Pattern. Das kommt dann hier rein und das kommt da rein. Und dann haben wir ein Paper Tough Rod. Schön. Dann, warte mal, das braucht Material kostet 8, Material kosten 3. Ich glaube, da mache ich die Binding tatsächlich aus richtig fettem Material. Zack. Und zwar aus Kobalt. Wir haben unser erstes Teil aus Kobalt. Und ich bin gespannt, was es bringt. So, Alumit haben wir noch 1. Wir haben aber noch Eisen. Wir haben noch Obsidian. 4. Okay, dann schmeiße ich erstmal nur Aluminium rein und hoffe, dass es reicht. Ja, du bist ein ganz feiner. Habt ihr gesehen? Er hat genickt. Ein bisschen feiner bist du. Ja. So. Alumit. Warum nur 7? Wir brauchen mehr Obsidian. Und Fisch. So. Und dann sollten wir bald auch unsere Suppenküche wieder eröffnen. Habe ich den Eimer dabei? Nein, den sollte ich mitnehmen. Wo ist der Eimer? Da ist der Eimer. Ist natürlich alles ein bisschen unübersichtlich jetzt quasi in unserem Drawer-Ding da. Aber das wird sich auf jeden Fall noch geben. Weil wir die Drawer ja nicht behalten wollen, sondern wir wollen auf ME umstellen irgendwann. Dafür brauchen wir aber erstmal geladenen Zertusquarz. Das ist unser großes Problem. Also ich habe irgendwie gesehen, da mache ich mich mal schlau, wie das funktioniert mit dieser Handkurbel. Weil man kann wohl irgendwie mit so einer Händelgedöns... Aua! Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo der Eingang ist. So. Mit so einem Händelgedöns kann man irgendwie wohl wo? Da hinten. Au. Danke sehr, dass du jetzt endlich mal abgetreten bist. Es gibt wohl irgendwie so ein Kurbelding, mit dem man solche Sachen dann halt auch in die Wege leiten kann. Au! Oh oh. Warum kann ich das da nicht einsammeln? Meine Rüstung hat es auch komplett zerlegt. Vor allen Dingen, wo ist die Lava hingegangen?
Okay, wir sollten vorsichtiger sein. Gerade passieren seltsame Dinge. Und wir sollten uns jetzt auf keinen Fall schubsen lassen. Enderman. Er kann uns aber eigentlich gestohlen bleiben. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, wir konzentrieren uns mal. Wieso lässt sich da nichts platzieren? Was soll das? Ist das der Abstand, der das Problem ist? Es scheint fast so. Dass hier nichts Schlimmes passiert. Ja, das ist okay so. Das ist Wasser, da hinten ist das Wasser. Gib mir das. So. Und wieder einmal, neunmal Obsidian. Ich bin gespannt, wie unsere Streitaxt dann abgehen wird. Schöne ist, die kann man ja noch irgendwie modden und verzaubern und sowas. So, da ist eine Treble. Ich glaube, hier müssen wir nämlich hoch. So. Und da drüben ist eigentlich das, wo wir hin müssten. War das so? Versuchen wir es mal herauszufinden. Graben uns mal an dem Kupfer vorbei. Ich meine, von hier kamen wir gerade, oder? Ja. So kommen wir doch schön wieder nach Hause. Und dann hüpfen wir von dannen. So. Kurzer Blick. Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Es wirkt jetzt erstmal nicht viel. Aber es ist halt über die Zeit eine Quelle von Material, die halt niemals versiegen wird. So, Eisen nehmen wir nochmal mit. Aluminium haben wir, glaube ich, noch genug. Raw Plastic. Okay. Weil, wie man sehen kann, brauchen wir doch sehr, sehr viel Material. Was ist das denn da? Da ist überall. Hallo. Ich hätte ja gerne an dir die Streitaxt mal ausprobiert. Böser Hund. So. Muss ja mal gesagt werden. So. Was haben wir denn hier alles drin? Molten Aluminium haben wir, dann schmeißen wir noch ein bisschen Eisen rein. Und wir hätten den Obsidian zuerst reinwerfen sollen. So. Hier ist alles voller Hundis. Können wir die Streitaxt direkt mal schwingen und gucken, was passiert. So, Alumid. Ja gut, da müssen wir jetzt warten, bis das Obsidian geschmolzen ist. Dann essen wir noch was. So, und der Kollege isst was und der Kollege trinkt was.
Eistee Wildkirsche aus dem Aldi. Das ist keine Produktplatzierung, sondern eine persönliche Meinung. Ich meine nämlich persönlich, dass das Eistee ist. So, Opsi. Upsi. Nein, Opsi. So, wir haben jede Menge Obsidian. Wir haben Alumit. Das reicht zumindest schon mal für die eine Form. Das wird in die Streitaxt. So, haben wir jetzt noch 8? 9. Sehr schön. So. Dann bauen wir den Zauber noch zusammen. Zack, die Form nehmen wir auch mit und dann schauen wir mal, was passiert. Diese Legierungen, die fressen natürlich Unmengen an Material auf, aber was dann daraus resultiert, macht's halt wirklich, ist es halt wirklich wert. So, nehmen Sie diese Streitaxt. Binding. Zack und zack. Alumit Battleaxe, Writable Reinforced 2. Mining Level Kobalt. 4 Modifikatoren, Haltbarkeit 4000 Abyss und das Ding heißt Otis. Hallo? Ich will schreiben. Otis die Axt. So. Jetzt haben wir doch mal eine Waffe. Was passiert, wenn man damit auf den Boden schlägt? Ach cool. Man kann mit Rechtsklick so einen komischen Sprung machen damit. So, jetzt brauchen wir mal einen Gegner, den wir damit spalten können. Hier ist keiner. Da hinten fliegt ein Pferd. Okay, das war jetzt kein Gegner. Das war ein bisschen unfair. Los, Otis. Hier steht noch ein Grabstein von mir. Und hier ist noch der Spawner. Da müssten wir uns auch mal drum kümmern. Okay, ich habe jetzt 3 Schläge dafür gebraucht. Das ist ein bisschen mickrig. Okay. Ich weiß nicht, was die Axt macht. Sie tötet auf jeden Fall fliegende Pferde. Ich versuche nochmal, was dieses Runchargen bringt. Ich brenne, das ist nicht gut. Ich bin momentan noch nicht beeindruckt. Also, so wirklich nicht. Gut, wir gucken uns mal an, was das Ganze auf sich hat. Beziehungsweise, wie wir das Ganze noch ein bisschen aufpimpen können. Ah. Mit
Materials and You. Da gucken wir doch mal gerade rein. Modifiers. Das sind die ganzen Sachen. Damit können wir auch Holz abbauen. So. Die Rechtsklickfunktion ist noch gar nicht fertig. Okay. Grüner Schleim. Ach so, das sind die einzelnen Materialien, aus denen wir. So, jetzt gucken wir mal. Alumid macht Durability. So, Obsidian. Base Attack 1,5 Hearts. Okay. Gucken jetzt mal gerade, was. Also von den Attacks ist Alumid schon gut, 1,5 Hearts. So. Und hier das andere, das Kobalt. Okay. Kobalt gibt auch nochmal 1,5 Hearts. Pick Iron. Achso, okay. Jetzt geht's da weiter. So, Diamonds macht extra Durability. Emerald macht extra Durability. Redstone bringt nichts auf Waffen. Moss ist Auto Repair. Autosmelt. Autosmelt setzt Gegner in Brand. Glück bringt uns eigentlich auf der Waffe auch nichts. Schärfe. Quarz. Quarz können wir drauf machen. Necrotic. Silky. Reinforced. Okay, damit kriegen wir nur Durability. Knockback könnten wir machen mit einem Piston. Beheading. So, Smite. So. So, was können wir da machen? Solid Gold, Apple und so weiter und so fort. Also was wir machen können, ist das Ganze schärfen mit Quarz. Jetzt gucken wir mal, wie viel Quarz haben wir denn? Ich will jetzt auch nicht alles raushauen, weil zertes Quarz. Machen wir mal 10, wenn das überhaupt geht. So. Dann nehmen wir unsere Otis, die Axt. Achso, es geht sowieso nur dreimal. Schärfe. Jetzt können wir mal gucken, ob wir dieses Buch noch da drauf packen können. Ob das eventuell geht. Da geht's schon mal nicht. Vielleicht auf diesem Tisch. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Also wie das mit dem Verzaubern geht, müssen wir da nochmal gucken. So. Sets things on fire. Gut, das Ding ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen geschärft.
Das heißt, es macht schon mal mehr Schaden. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja. Wir essen jetzt noch mal was. So, ganz viel Fisch. Frisch auf den Tisch. Oh, und unser Kreosotöltank ist voll. Das bedeutet, wir könnten ganz viel Kreosotöl Holz bauen. Ups. Ach so, was wollte ich denn? Ich wollte mal nach dem Induction-Smelter gucken, ne? Induction-Smelter. Ingwer-Gier, Ingwer-Ingot, Machine-Frame. Also den können wir auf jeden Fall bauen. Dann können wir uns auch Stahl herstellen. Ich werde jetzt allerdings erstmal die Aufnahme beenden. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Und ich hätte gern von euch mal die Info, was euch denn besser gefällt. An- und Abmoderation oder eine komplett durchgängige Aufnahmesession, wo wir dann im Prinzip nur die An- und Abmoderation machen, wenn wir dann die Aufnahme starten bzw. beenden. Und ja, cool. Ganz viele Berries. Ja, damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Nicht in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich hab's gleich.